Servus Leute, willkommen zu dem neuen Video und heute spielen wir mal eine Runde Higher Level Game. Und das ist wieder die Manchester Edition und wir beginnen einfach mal. Bernard Manning gegen Botting Stones. Oder Budding Stones, wie man es nennen würde, hat weniger. Okay, alles klar. Ich dachte so, weil das ein Bier von Manchester ist, wird das nicht so oft gesucht. Ihr seht ja, ich bin grottenschlecht in dem Spiel, aber ich so oft von grottenschlecht. Aber trotzdem mache ich immer weiter dieses Spiel, obwohl ich grottenschlecht einmal bin. Okay, Spaß beiseite. Jetzt müsste hier mal Repaying Gamechen. Oh ja, steht ja hier. Und Jose Mourinho gegen Sir Alex Ferguson. Ich kenne den Mann jetzt rechts nicht und den links auch nicht. Okay, aber ich bin mal gut dabei. Peter Lou Massas Massaker. Petalou Massacre heißt das, glaube ich, mit 8100 Mal und an Kost, ich denke mal weniger. Ja, 2900 Mal. Rolls-Royce müsste doch eine Million haben, oder? Jo, eine Million. Ich habe so gewusst, Pramal Roll hatte für weniger. Jetzt spiele ich gerade so profihaft und werde eh verlieren. Manchester City hat dafür definitiv mehr. Mit über 4 Millionen Mal im Monat. Und Peter Kai hat dafür weniger. Und jetzt Test Daily hat dafür weniger. Jo. Und jetzt Danger Mouse. Was ist Danger Mouse? Danger Mouse. Wenn da mal ein Bild kommen würde, wäre gut. Ich denke mal mehr. Yo, 90.500 Mal. Einfach nur das Wort B. B. Schwer. Ich denke mal. Ah, meinen die Biene? Ja, die hat natürlich ja mehr mit 823.000 Mal. Frank Gallagher. Oder Gallagher. Wie man es nennen würde, weniger. Adidas. Stratford hat er für weniger. Mit 1000 Mal im Monat. Okay, alles klar. Crazy Fields hat er für mehr. Mit 8100 Mal. Und Octagon Theodor. Ich denke jetzt mal, weil es ein Theater ist und weil Leute gerne sich Theater anschauen, denke ich mal mehr. Jo, jo. Immerhin habe ich einen Score von 13 gepackt. Mann, bin ich stolz. Wir probieren es einfach nochmal. Noch einen Versuch habe ich und vielleicht werde ich es packen. So, Manchester Guardian gegen Free Fretzeret. Keine Ahnung, was das sein soll. 1900 Mal. Andy Burnham hat dafür mehr. Scheint ein Politiker zu sein von Manchester oder so. Anna Kurz hat dafür weniger. Es kommen lauter leichte Sachen und gleich kommt was Schweres. Oh. Hollingwood Lake hat dafür mehr. Weil das ist ein schöner See. Ich denke mal, ein ruhiges Plätzchen, wo viele Leute hingehen. Maxine Peak hat dafür. Oder Maxine Pike, wie man es nennen würde, mehr. Jo, 33.100 Mal. Queer as Folk hat dafür. Jo, alles klar. So, hier habe ich jetzt 5 gepackt, beim letzten Mal hatte ich aber dafür 13 gepackt. Aber immerhin habe ich jetzt meinen Score von der Manchester Edition geknackt. War mir so eben aufgefallen. Ich habe jetzt endlich mal einen guten Highscore gepackt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.